Frühjahr wurde unter Wilhelm Dickhage, hallo Wilhelm, junge 80 Jahre fast, war 25 Jahre Spieß der Kompanie Oberstadt und wir sind an der Poststraße früher angetreten. Er selber war Wirt der Gaststätte zur Post, die dann aufgrund auch einiger Verhaltensweisen des Spießes jedes Jahr zu Schützenfest umgenannt wurde und zwar zum alten Ochsen. Wilmer, wie war das denn da nochmal mit dem Ochsen und was ist dir früher so passiert mit den ehemaligen Kompanie? Der alten Ochsen. Ich hatte immer ein Schlagwort, wenn einer irgendwie ein bisschen blöd mir vorkam, dass ich zu ihm sagte, du Ochse. Und das wollten sie mir einen Streich spielen, dass sie sagten, das binden wir ihm mal ein. Und dann haben dann hier so eine ganze Truppe von 10, 12 Leuten zwei Schilder gemalt und da stand dann zum alten Ochsen. Und dann wurde die dann oben an der wirklichen Reklame, an der Bierreklame festgemacht. Und ich morgens gucke raus, sagt meine Ulla, hast du eigentlich gemerkt, dass sie dir Schilder ins Haus gemacht haben? Ich wankelmütig raus, gucke rauf, gucke runter. Was redest du eigentlich? Ich sehe keine Schilder. Dann hatte dann Ulla gesagt, guck mal an dein Haus. Und dann war es das. Und die waren so toll, die Bilder und die Schiller. diese Schilder, dass man gesagt hat, die lassen wir da hängen. Und eins hatte ich noch Jahre, könnt ihr euch noch erinnern, war doch immer, wenn du in den Saal gingst, zum alten Ochsen. Passte gut, war wie gemacht.